Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und ein wunderbares neues Jahr 2021 wünsche ich euch. Denn die Bücherwoche kommt ja dann jetzt schon im neuen Jahr, auch wenn ich mich noch davor befinde, möchte ich euch natürlich ein ganz, ganz tolles, gesundes, glückliches neues Jahr wünschen und hoffe, dass es trotz der Andersartigkeiten, was uns 2020 so gebracht hat, schöner wird, besser wird, vielleicht auch wieder ein wenig ruhiger und doch manche Dinge einfach dann Normalität sind und wer weiß, was das neue Jahr so ein wenig bringt. Wir sprechen heute über die Woche rund um Weihnachten herum und ich hoffe, dass ihr da ja natürlich nicht nur gut ins neue Jahr sozusagen gerutscht seid, sondern auch ein schönes Weihnachten hattet. Bei uns war es sehr ruhig, sehr besinnlich, sehr entspannend. Es tat richtig gut, da nochmal ein bisschen runterzukommen. Ich habe mich auch gut mit den Rauhnächten beschäftigt und mache das natürlich immer noch. Mache da täglich eine wunderbare Tierkraft-Meditation. Habe ein Journal mir ja auch dazu besorgt und beantworte mir auch am Tag eine Frage, so ein bisschen, die spezifisch für diesen Tag und dann natürlich vorausblickend für diesen Monat zutrifft. Und dann werden natürlich auch Wünsche verbrannt. Das finde ich immer ganz besonders spannend, was da dann am Ende übrig bleibt. Aber ja, das tut sehr gut. Es erdet. Es hat mich auch sehr runterkommen lassen. Ich fand den Dezember doch ein bisschen anspruchsvoller, auch so vom Tempo, was gerade dann auch so um Mitte herum war. Und dann natürlich auch mit dem Lockdown und diesen gefühlt täglichen Regeländerungen, wo man am Ende gar nicht mehr wusste, ob man sich eigentlich noch selbst dann im Spiegel ansehen darf oder nicht. Und ja, das ist jetzt ganz bewusst ein bisschen überspitzt. Aber ich finde, das macht es natürlich dem normalen Menschen nicht wirklich leicht, wenn da täglich irgendwo überall anders Regeln sind und man wirklich erstmal überlegen muss, so, ich gehe jetzt da hin, was gilt da, darf ich da gerade hin, wie darf ich da hin und so weiter. Aber ja, so ist das manchmal. Ja, ich bin auch mit Büchern überhaupt im Dezember sehr reich beschenkt worden, sowohl natürlich zu Weihnachten wie auch mehr oder weniger natürlich zu Wichtel-Aktionen im Freundeskreis. Die zeige ich euch dann alle natürlich in den Neuzugängen. Und in der Woche war ich so ein bisschen, ausgebrannt ist das falsche Wort, aber ich hatte ein wenig weniger Lust auf Lesen, als man es sonst vielleicht von mir kennt oder auch ich selbst bei mir kenne. Ich habe tatsächlich nur zwei Bücher gelesen, was ja für meine Verhältnisse relativ wenig tatsächlich ist. In der Regel bewege ich mich ja irgendwie zwischen 3 und 4 Büchern, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich definitiv ein Highlight gereadet habe und dann eben auch Serie gesuchtet habe und die Shadowhunter-Serie beendet habe. Und es war ja auch nur eine kurze Woche mit 3 Tagen, in denen ich gearbeitet habe und dann 4 Tagen frei. Und das ist auch ganz schön. Ich glaube, in so einen Rhythmus könnte man sich durchaus gewöhnen. Man wird natürlich dann schon ein bisschen faul und entspannter und war natürlich auch schön, einfach nur so Weihnachtsfilme anzusehen, auch mal einfach, einfach so unter Tage mal Filme zu schauen. Das macht man sonst ja gefühlt auch nicht so regelmäßig, zumindest ich nicht. Und jetzt sozusagen sind wir noch gar nicht eigentlich in Woche 1, sondern dieses Jahr hat ja tatsächlich 53 Wochen, ist natürlich auch Schaltjahr. Und dementsprechend besprechen wir jetzt aber natürlich erst noch die 52. Und das ist schon ganz schön verrückt irgendwie, dass das Jahr dann tatsächlich rum ist. Aber ja, zu den Büchern der Woche. Und zwar habe ich gereadet Der Hobbit von J.R.R. Tolkien. Das habe ich mir angehört. Und ich habe zu einem Sachbuch gegriffen, Wann sind wir wirklich zufrieden, von Martin Schröder. Und da fällt mir gerade ein, das Buch liegt noch am Bett. Ich blende es euch aber ein. Also ich habe das als echtes Buch vom Verlag erhalten. Und bin jetzt aber, glaube ich, zu faul, ins Schlafzimmer zu laufen. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet da auch mein Instagram, den Leseclub, die Playlist für den Hörgenuss des Monats. Guckt euch da gerne mal um und auch die Infos zu den Büchern sind alle mit dabei. Ja, wir starten wahrscheinlich mit der kurzen Erzählung zum Hobbit von J.R.R. Tolkien. Ich hatte großes, großes Heimweh und meine Herzensheimat ist ja Mittelerde, ist ja das Auenland und ich habe gemerkt, es wird Zeit. Theoretisch hätte ich, glaube ich, am liebsten zum Herrn der Ringe gegriffen, den habe ich ja aber erst vor 2 Jahren gereadet.
Und dementsprechend dachte ich, ja, der Hobbit ist definitiv schon länger her. Ich glaube, damals, als die Kinofilme herauskamen, habe ich den in dieser Sonderedition irgendwie gelesen mit Illustrationen und keine Ahnung, was alles mit dabei war. Und ich dachte, ja, das hast du auch noch als Hörbuch hier, das hörst du dir an. Und es ist einfach schön. Es ist immer wieder schön, ins Auenland zurückzukehren, die Geschichte hier von Bilbo Beutlin zu erfahren, wie er zum Zauberer Gandalf kommt, wie er zu den Zwergen kommt, welche Hintergrundgeschichte es zu den Zwergen und den Elben gibt. Und wir treffen auch ganz wunderbare Charaktere. Und also gerade natürlich die Zwerge sind für mich immer großes Kino, weil ich die einfach super unterhaltsam finde. Trotz aller Ernsthaftigkeit haben die so einen ganz besonderen Charme, der mich auch sehr häufig zum Lachen bringt. Und dann wird gesungen und Gedichte vorgetragen und wir treffen eben auch auf Elben und sind dann ja Richtung Smaugs Einöde unterwegs, Richtung dem einsamen Berg und treffen dort auf die Stadt Tal und auch die Einwohner. Und ach, das ist so ein wunderbarer, kurzer Auszug aus Mittelerde und es ist so wunderbar leicht erzählt und es ist ja an sich auch eigentlich eine Kindergeschichte. Es ist also wirklich sehr leicht, sehr locker, sehr lebendig, sehr schnell erzählt und hat wunderbar humorvolle Momente drin und wir lernen die Hobbits kennen und ja, auch diese Nebenfiguren und wir erfahren auch schon, dass irgendwas im Hintergrund abläuft und wir sind ja 60 Jahre vom Herrn der Ringe und ja, das macht einfach unglaublichen Spaß zu lesen, zu hören. Es ist einfach ja, ein Nachhausekommen und ich habe definitiv ganz viel Lust bekommen, im nächsten Jahr wieder mehr aus Mittelerde zu lesen. Also es wird tatsächlich mal Zeit, wieder ins Regal zu greifen, zu den verschollenen Geschichten, zu dem kleinen Schuber, den ich habe mit Fëanors Fluch und den Kinder Huriens und so weiter und da ein bisschen mehr einzutauchen. Ich habe, glaube ich, sogar Lust auf das Silmarillion. Das ist aber natürlich schon, da muss man sich im Moment mehr Zeit nehmen, weil das ist dann schon wirklich ja, schwere Kost und auch nicht immer ganz einfach geschrieben, dadurch, dass es oft eben geschichtlich übertragene Sachen sind und die natürlich auch nicht immer alle vollständig sind. Und ja, das ist absolut wirklich mein Bücher, meine Herzensheimat, zusammen wahrscheinlich wirklich mit Hogwarts, mit Harry Potter, sind das die Reihen, die mich wirklich ganz tief im Herzen berühren. Und ich habe das einfach gebraucht und es war wunderbar. Und ich habe auch Gerd Heidenreich, der spricht, super gerne zugehört und war definitiv auch wieder ein Highlight, ja, was ich da noch in diesem Jahr dann auch genießen konnte und genossen habe. Und ich merke dann eben auch beim Hören oder beim Lesen vom Hobbit, wie schrecklich ich tatsächlich die Verfilmung finde. Ich habe es in meinem Serienfilmrückblick, der am Dienstag online kam, euch schon so ein bisschen erzählt. Wir haben das im März, April, Mai irgendwann auch zusammen mit dem Herrn der Ringe geschaut. Und wenn man dann nochmal hört und hat die Bilder vom Film vor Auge, also Jackson wollte da unglaublich viel und ich finde, er hat die Geschichte unglaublich verändert dadurch und hat auch Dinge so hinzugedichtet, die ich gar nicht gut finde. Und ja, also es wird, wenn man dann das Buch kennt, sozusagen, wird die Verfilmung noch schrecklicher als eh schon. Und ja, ich weiß, es gibt ganz viele Hobbit-Fans, auch die Filme toll finden, ist alles okay. Meins ist es irgendwie nicht. Also es fängt für mich nicht den Mittelerde-Charme ein und auch nicht, ja, also Bilbo Beutlin schon und auch die Zwerge werden ganz gut gezeigt, auch Thranduil, ja, aber die Verfilmung, wir werden wohl nie Freunde werden. Also ich dulde sie, ich kann sie ignorieren, aber es ist jetzt nichts, wo ich wahrscheinlich bewusst immer hingreifen würde, wenn ich Heimweh hätte. Ich würde immer zum Herrn der Ringe greifen und bin auch sehr gespannt, was die Mittelerde-Serie dann bringen wird, die ja das zweite Zeitalter beschreiben soll, also im Grunde das Zeitalter, bevor überhaupt hier irgendwas passierte im Herrn der Ringe oder im Hobbit. Ja, bin ich sehr neugierig, wann wir da mal ein bisschen mehr dazu erfahren. Und dann habe ich zu einem Sachbuch gegriffen. Von dem Buch hat Eileen geschwärmt vor gar nicht allzu langer Zeit. Und zwar, Wann sind wir wirklich zufrieden? Von Martin Schröder. Und das Buch hat mich so angesprochen, dass ich es beim Verlag angefragt habe und auch dankenswerterweise erhalten habe. Und Eileen hatte so tolle Dinge darüber erzählt. Ich packe ihr Video auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und mich hat die Idee sehr angesprochen, dass wir eben nicht nach einem Buch suchen, wie glücklich sind die Menschen, wie werden wir glücklich, sondern was macht den Menschen zufrieden
Und wie zeigt sich diese Zufriedenheit? Ist das messbar? Und Martin Schröter ist Professor für Soziologie an der Uni Marburg, hat auch in Harvard irgendwas studiert und man kennt ihn auch von einigen TV-Formaten und da habe ich den Namen eben auch ein bisschen mitgekriegt. Ich habe ihn bei Stern TV gesehen, bei Hart aber fair und noch ein, zwei anderen Formaten oder Dokumentationen und fand es super interessant, was er erzählt und auch wie sympathisch und locker er das gemacht hat, obwohl sich das ja mit diesen ganzen Statistiken erstmal sehr trocken anhört. Und es ist so gewesen, dass wir hier eine Gesellschaftsanalyse haben in einer Langzeitstudie mit knapp 600.000 Befragten und das über zig Jahre hinweg. Also wirklich immer wieder die gleichen Menschen, die gleichen Fragen gestellt, nach Veränderungen gefragt, sodass wirklich diese Zufriedenheit messbar wurde. Und was ich sehr überraschend fand, ist, dass sich die Deutschen tatsächlich als sehr zufrieden mit 80 von 100 Punkten bewerten. Ich dachte immer so, dass Nörgler Volk Deutschland würde sich viel schlechter einstufen, bin aber doch überrascht, dass wir hier wirklich diese 80% haben und finde das auch ganz spannend, welche Fragen eben einfach gestellt wurden und welche Resultate man daraus ableitet und das tatsächlich aber gar nicht in trockener Art und Weise, denn Martin Schröder kann definitiv sehr flüssig erzählen, sehr lebendig und er bringt einen Statistiken wirklich nahe. Obwohl er selbst von sich sagt, er fühlt sich halt am wohlsten, wenn er sich einfach nur mit den Statistiken unterhält anstelle mit Menschen. Das fand ich auch ganz unterhaltsam. Die Details, die ja im Grunde Ergebnisse, wurden sehr präzise analysiert. Und was ich auch wirklich gut fand, ist, dass es spannend rübergebracht wurde. Also natürlich nicht wie ein Thriller. Gar keine Frage, es ist ein Sachbuch. Aber es war eben zu keiner Zeit in irgendeiner Art und Weise langweilig. Ganz im Gegenteil, es gab viele überraschende Ergebnisse, wo ich wirklich dachte, huch, wie kommt sowas denn zustande? Gleichzeitig haben einige Theorien sozusagen eben meine unterstützt, wo ich eben dachte, ja, das wird jetzt in so und so eine Richtung gehen. Das Schöne ist tatsächlich einfach, dass es sehr locker erzählt ist. Also ich finde, das macht Martin Schröter wirklich großartig. Auch die Analyse über die Menschen, über uns Menschen, was uns zufrieden macht, wie auch Dinge einfach zusammenhängen, das fand ich mega spannend. Also auch die Theorie, dass Geld ab einem gewissen Punkt auch nicht zufriedener macht. Und dass man sich natürlich dem Geld im Grunde dann auch immer wieder anpasst, also seinem Gehalt. Also wenn man auch auf einmal 1.000 Euro mehr verdienen würde, dass man dann sagt, dann passt man seinen Standard an und dann fühlen sich diese 1.000 Euro irgendwann nur noch an, ich glaube, wie 600, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist natürlich sehr faszinierend, so ein bisschen zu sehen, was uns wirklich motiviert und wo der Mensch dann eben sagt, ich bin zufrieden und damit ja vielleicht auch irgendwie glücklich, also insofern man das aneinander koppelt. Auch sehr spannend fand ich bei Martin Schröder, dass er sehr neutral an diese Daten herangeht. Also er versucht es ohne Wertung, warum die Menschen am Ende so sind, wie sie sind, die Zahlen zu beleuchten, zu erklären und hat natürlich schon seine eigenen Gedanken dazu und die erzählt er uns natürlich auch und auch wie es zu diesem Ergebnis am Ende kommt. Also es kombiniert richtig, richtig gut und hat wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Es gab einige Ergebnisse, die ich sehr ernüchternd fand und ich habe mir da zwei, drei Beispiele rausgeschrieben. Zum einen fand ich es faszinierend, dass Familie zum Beispiel nicht zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Also egal, ob man Kinder, Enkel, viele Geschwister, gutes Verhältnis zu den Eltern, dass das zur Zufriedenheit sehr wenig beiträgt. Und ganz überrascht war ich, dass Väter nur glücklicher werden, wenn sie länger arbeiten. Also wie wenn sie ihrer Familie, das ist so mein Umkehrschluss, aus dem Weg gehen wollen und dann zufriedener sind. Das fand ich tatsächlich super spannend und dachte mir so, zudem gab es aber auch Ergebnisse, die ich nicht so überraschend fand, beziehungsweise die, wo ich so gedacht habe, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Zum Beispiel geht es um die sozialen Kontakte, dass die einen sehr hohen Stellenwert einnehmen, was ich auch wirklich nachvollziehen kann und was mir ja auch in diesem Jahr zum Beispiel einfach sehr, sehr fehlt und auch gefehlt hat, sind diese persönlichen Kontakte, dass man sich auf der Couch gegenüber sitzt, dass man miteinander irgendwo unterwegs ist oder wie auch immer. Das war ja etwas, was mir in diesem Jahr sehr gefehlt hat und was mich wahrscheinlich dann auch unzufriedener gemacht hat.
Und ganz spannend fand ich, aber auch nicht überraschend, dass die Gesundheit einen hohen Stellenwert tatsächlich einnimmt. Dass man wirklich erkennen kann, umso gesünder, umso wohler sich jemand fühlt, umso zufriedener ist er. Also das finde ich tatsächlich super interessant. Und es waren da Unmengen von Statistiken drin, aber das waren so die, die es sozusagen auch auf meinen Notizzettel geschafft haben. Ich hatte auch einen extremen Aha-Effekt. Und der spiegelt sich darin wieder, wie das Selbstbild der Menschen ist. Also, dass Menschen sehr häufig gerne jemand anders wären, anders handeln würden, anders vielleicht sogar denken würden, damit das beim Gegenüber eben einen gewissen Effekt hat. Und dadurch, dass dieser Effekt zustande kommt, dadurch, dass das Gegenüber dann eben denkt, der Mensch wäre so und so, fühlt sich der Mensch, der diese falschen Signale sendet, zufriedener. Und das war wirklich was, wo ich so da saß und dachte, okay, wie anstrengend kann das sein? Und nein, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man nicht immer mal Rollen oder so einnimmt. Das will ich damit gar nicht ausdrücken. Aber ich fand das, also es waren auch einige Beispiele drin, das fand ich mega spannend und dachte mir, da muss man sich ja auch noch merken, was man wem am Ende vielleicht erzählt hat, welches ich jetzt gerade bin. Aber mega spannend, sehr interessant, wer sich für sowas interessiert. Ich finde, es war wirklich ein gutes Einsteigerbuch, also auch für mich, sich mal so ein bisschen mit den Faktoren der Zufriedenheit zu beschäftigen. Und ich finde, dass das Martin Schröter wirklich toll gemacht hat. Es waren vielleicht an mancher Stelle zu viele Beispiele. Nein, das war es wahrscheinlich nicht. Vielleicht waren es zu banale Beispiele. Habe ich mir vielleicht doch eine Spur mehr erwartet. Aber ja, also ich fand es toll. Mir hat Spaß gemacht. Mich hat es unterhalten. Und das über so ein trockenes, statistisches Buch sozusagen. Aber wirklich zu sehen, was macht uns zufrieden. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und hat mir gut gefallen. Und neben den Büchern der Woche gab es dann natürlich jetzt auch die Serie und ich habe sie jetzt dann auch beendet. Und zwar habe ich ja die Shadowhunter-Serie angeschaut, die Buchverfilmung, wenn man so möchte. Und mich hat es ja wirklich sehr in die Geschichte hineingezogen und ich lese jetzt aktuell auch City of Bones und möchte das zusammen mit einem anderen Buch dieses Jahr, dass das die letzten Bücher 2020 sind. Und also an und für sich hat mir mit Abstand zur damaligen Buchreihe die Serie gut gefallen. Sie hatte mir an mancher Stelle aber einfach zu viel Drama. Also es vergeht keine Folge, wo nicht immer die gleichen in Gefahr sind, Liebeleien, Streitereien. Das war mir an mancher Stelle zu viel. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das in den Büchern so war, dass wir so unglaublich viele Perspektiven erzählt bekommen. Vorgeschichten, Weitergeschichten, Nebengeschichten. Das war mir an mancher Stelle doch ein bisschen viel. Und jetzt, wo ich ganz aktuell jetzt mit City of Bones auch angefangen habe, da habe ich dann auch festgestellt, was es so für Veränderungen gibt. Und ich glaube, es waren genau die Veränderungen, die mir damals nicht gefallen haben. Und mir gefällt einfach der Serien-Chase nicht. Also nichts gegen den Schauspieler per se. Aber für mich ist das nicht mein Chase und ich bin sehr froh, dass mein Chase nach gefühlt 20 Seiten im Buch wieder im Kopf aufgetaucht ist und er wieder da ist mit seiner sympathischen Arroganz und ich einfach direkt wieder ein bisschen verliebt bin und mir das wirklich großen Spaß macht. Also ich habe jetzt auch schon, ich bin schon ziemlich weit. Ich kann es dann auch nicht mehr aus der Hand legen und es ist natürlich eine Jugendbuchreihe, es ist eine Reihe, die alles beinhaltet, was die Fantasy zu bieten hat. Also wir treffen hier wirklich auf Hexenmeister, auf Hexen, auf Vampire, Werwölfe, Elben, Dämonen, auf Schattenjäger und auf uns Mundi, also uns Menschen. Ist natürlich schon faszinierend, was sich Cassandra Clare hat einfallen lassen. Bildgewaltig ist die Serie, das muss ich ganz klar sagen. Also optisch finde ich die richtig gut gemacht. Das Ende... Also ich weiß, ich bilde mir ein, dass das Buchende ein anderes ist und meine Freundin hat ja schon gesagt, dass das Serienende anders sein wird und sie hat schon vermutet, es wird mir nicht gefallen und sie hat recht. Es ist ein sehr merkwürdiges Ende und ich verstehe nicht so richtig, warum es so ist, wie es ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ja,
Also es war okay, ich habe es wirklich gerne geschaut, nicht umsonst habe ich das jetzt auch in den letzten 3-4 Wochen weggesuchtet. Es hat definitiv Spaß gemacht, so in diese Urban-Fantasy-Welt wieder einzutauchen und ich freue mich jetzt auch auf die Bücher. Ich habe in die Hörbücher, ins erste Hörbuch reingehört, aber das ist mit Musik vertont und von Andrea Sawatzki, das gefiel mir einfach nicht, deswegen habe ich jetzt zum E-Book gegriffen und ja, werde da, denke ich, jetzt auch einfach so ein bisschen meinen Spaß haben. Mal sehen, ob ich die alle so hintereinander wegsuchte oder das zum Thema, ich möchte eigentlich so Bücher lesen, aber das ist, ja, ich finde, Rereads gehören für mich ja irgendwie dazu. Ich lese gerne Bücher nochmal, ja, und halte es ja so wie die alte Nan bei Das Lied von Eis und Feuer von Game of Thrones, die eben sagt, ein Buch, das du geliebt hast, nicht nochmal zu lesen, ist, als würdest du einen Freund, den du gern hast, nicht wiedersehen. Und ich sehe das eben tatsächlich genauso und ja, bei der Vielzahl an Büchern, die ich einfach im Jahr lese, finde ich es persönlich überhaupt nicht schlimm, wenn dann irgendwie 10, 15 Rereads dabei sind. Ja, also da bin ich weiß gar nicht, ich habe leider noch nicht die Statistik so ganz angeguckt für 2020, aber das kommt jetzt ja dem definitiv auch. Ja, und das war es jetzt im Grunde auch schon. Das war die Weihnachtswoche. Es gab ja jetzt schon den Filmserienrückblick. Den hatte ich schon gedreht und fertig gemacht. Und der Hörgenuss des Monats war ja auch ein Jahresrückblick so ein bisschen zu den Hörbüchern. Ja, die Videos sind schon da. Es folgt dann in der nächsten Woche auf jeden Fall die Neuzugänge und auch der Bücher. Folgen die Neuzugänge? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das so geplant war, muss ich nachschauen. aber es folgt auf jeden Fall der Jahresrückblick und ja, auf den freue ich mich dann auch schon, den zu drehen in aller Ruhe, wenn dann wirklich der Dezember rum ist, die Statistik mir anzusehen und dann mich da drin auch ein bisschen zu verlieren. Das ist dann wahrscheinlich wie Martin Schröter, wenn er sagt, ach, gib mir Statistiken, ich unterhalte mich am liebsten mit denen. Das kann ich tatsächlich schon so ein bisschen nachvollziehen. Ja, so viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Starten wir gut und gesund, hoffentlich ins neue Jahr und haben weiterhin Spaß an Büchern, Serien, Filmen und alles, was so ein bisschen dazugehört. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ja, hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende habt und wünsche es euch auf jeden Fall auch. Und danke jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.